Hallo und herzlich willkommen hier live von der Frankfurter Börse. Mein Name ist Patrick Duane und ich begrüße Sie an dieser Stelle zum Wochenauftakt wieder live für die Most Actives. Und zunächst einmal der Blick auf den Gesamtmarkt. Denn heute, da müssen wir hier in Deutschland ohne die amerikanischen Marktteilnehmer auskommen. Labor Day, Feiertag, Arbeitstag, sozusagen vergleichbar mit unserem 1. Mai herrscht da drüben. Dementsprechend auch keine Störfeuer, wenn man es mal positiv betrachten möchte. Der DAX macht daraus ein Plus aktuell von 1,7%, 13.060 Punkte, somit die Big Figure wieder zurückerobert. Mal gucken, wie lange das anhält und ob wir uns bis zum Donnerstag, wo dann die EZB-Sitzung mit dem Zinsentscheid tagen wird, tatsächlich, ob wir uns dann über der 13.000-Punkte-Marke bis hinüber retten. Trotz Brexit, Unstimmigkeiten von Boris Johnson gleichzeitig, das steckt hier der Markt gut weg, kann der Markt sich wirklich ziemlich gut halten. Wie immer an der Stelle gucken wir auf die meistgehandelten Titel des Online-Brokers Flatex. Wir gucken zunächst auf die Kaufseite und hätten folgende fünf im Angebot: Tesla, Apple, Neil, CureVac und BioNTech. Und wir gucken uns mal die Tesla-Aktie an, denn tatsächlich Donnerstag und Freitag, da ging es ja an den Tech-Börsen kräftig nach unten. Ja, und da hat die Aktie schon 20% verloren. Am Freitag zum Schluss hin dann nachbörslich so eine kleine Rettung. Aber als dann feststand, dass Tesla nicht in den S&P 500 aufgenommen werden würde, ja, dann ging es auch heute wieder nach unten in Richtung Süden. In Euro ausgedrückt bedeutet das für die Aktie, wir haben am Hoch 450 Euro als Kurse gehabt. Jetzt sind wir nur noch bei rund 325 Euro, also schon einen kräftigen Abschlag. Und die Frage wird sein, ob diese immer noch sehr hohe Bewertung, die Tesla-Aktien ja innehaben, ob die gerechtfertigt ist. Im Grunde hat man sich sehr weit von dem 200-Tage-Durchschnitt entfernt und gleichzeitig auch von alledem, was diese 367.000 produzierten Fahrzeuge in 2019 an Kursbewertung der Aktie rechtfertigen. Aber wir müssen ja viel Fantasie haben, keine Frage bei Tesla. Und außerdem ist man ja nicht nur ein E-Auto-Hersteller, sondern auch noch ein Tech-Unternehmen. Naja, vielleicht weiß da einer mehr, deswegen kauft er zu, zumindest beim Online-Broker Flatex. Wir wechseln das Vorzeichen, kommen auf die Verkaufsseite und hätten da folgende fünf im Angebot. Zum einen Tesla, CureVac, Volkswagen, Wirecard und Daimler. Und wir gucken uns mal die Volkswagen-Aktie an. Denn in der Welt am Sonntag, da gab es ein Interview von Betriebsratschef Osterloh, der gesagt hat, er ist eigentlich ziemlich optimistisch. Vor allen Dingen, wenn es um den Vergleich mit dem US-Autobauer Tesla geht. Denn die Kapazitäten von 900.000 bis 1,5 Millionen, die man erreichen möchte von Seiten Tesla, die sieht Osterloh schon ab 2023 für realistisch für Volkswagen. Natürlich hat man mit der Plattform, die man hat im E-Auto-Bereich, also der ID3 bzw. der ID4, das ist ja der SUV von Volkswagen, tatsächlich ein gutes Konzept entwickelt, um auch auf die Töchterunternehmen, sprich Skoda und Seat, dann dementsprechend die E-Mobilität auszurollen. Die Aktie heute stärkste im DAX, plus 3,6%. Die zweite Aktie, die wir uns angucken, das ist auch ein Autobauer. Wir sind heute total im Zeichen des Automobils unterwegs und das sind die von Daimler, die Aktien. Denn JP Morgan hat das Kursziel hochgenommen von 47 Euro auf 54 und im Gegensatz zu Volkswagen kann damit die Daimler-Aktie ihr Vor-Corona-Niveau deutlich übertreffen und hat somit den Corona-Gap sozusagen wieder geschlossen. Am Ausgangspunkt dieser Anpassung, vor allen Dingen beim Analyst, war vor allen Dingen die Ergebniserwartung plus die stark gemeldeten Umsatzaufschläge bei Daimler. Insgesamt in der Industrie plus 6,8%, die Autoindustrie bei Daimler im Besonderen. Und jetzt muss man ganz einfach mal gucken, was die Aktie weitermacht. Aktuell hatte sie sich tatsächlich mit Volkswagen ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Im Moment ist sie etwas in der Nachsicht sozusagen, aber 3,2% Aufschlag kann sich für Daimler auch sehen lassen. Wichtig wird dann sein, was die Woche noch bringt. Das war's hier von mir, live vom Frankfurter Börsenparkett. Mein Name ist Patrick Duane, morgen wieder mit meinen Kolleginnen hier aus Frankfurt. Seien Sie gesund, bleiben Sie es, haben Sie gute Kurse. Bis dann, ich freue mich auf unser nächstes Mal.